Jetzt freue ich mich, Toba und Phil mit Tony Ferris hier auf der Bühne zu begrüßen. Das ist ein Freestyle-Rapper mit seiner Crew aus Stuttgart. Und ich glaube, es wird nice. Mach mal Lärm. Danke. Ich muss kurz meinen Kollegen, lieben Tony Ferris. So, Stuttgart, es ist eine große, große Freude, mal wieder so viele Leute auf der Straße zu sehen. Wir waren bei Stuttgart 21 schon dabei. Und es ist großartig. Und gerade an die jungen Leute, weil ich bin inzwischen auch ein alter Sack. Ihr kennt den Spruch, gell? Die guten Ideen setzen sich nicht durch, weil die alten Leute überzeugt werden, sondern weil die Gegner aussterben. Wir haben den Fan den Rap gehört und er hat sich dran gestört, was Strobel wieder nochmal sagte, das war ihm wohl unerhört. Und heute stehen wir hier in Stuttgart, bevor er diese ganze Welt kaputt macht. Ist Zeit, dass man wahrscheinlich sagt, dann macht man auch mal Wattkraft. Stuttgart, seid ihr mal Damen, kann ich von euch ein bisschen Liebe haben. Das Klima ist warm, aber wir machen den Planeten mit Freude mal cool. Ah, weshalb man wahrscheinlich heute die Schule lieber nochmal aus Distanz sieht. Verdammt, weil diese Sache uns alle dann nochmal angeht. Der Planet hier in Brand steht, deswegen gehen wir nochmal raus. Also wieder nochmal brauchen. Politiker denken an Arbeitsplätze. Quentin sagt es doch jetzt nochmal gerade Texte. Was willst du für den Arbeitsplatz, wenn du am Ende nicht einmal mehr Luft zum Atmen hast? Deswegen ist die Jugend heute auf der Straße. Bringt die echten Probleme einfach auf die Sprache, damit wir darüber reden und nicht nur sehen, was dann wieder steht und online wieder für seltsame Themen bringt. Also, wir müssen uns die Zukunft nehmen, denn oh verdammt, wir haben ja längst noch ein Problem. Meine kleine Tochter ist zu klein, das zu verstehen, aber irgendwann wird sie dann weinen, noch vor mir stehen. Sie sagt, Papa, ich wollte ans Meer, hier liegt noch Plastik. Was die Politik da wieder macht, alles nur Slapstick. Die diskutieren über CO2-Steuern, während die Zertifikate sich beim Handeln verteuern. So kannst du wieder Geld machen, anstatt Planeten zu retten. Deswegen ist Zeit, dass wir ja dementsprechend jetzt auf der Straße stehen und zusammen dafür kämpfen. Deswegen werden wir die Klimakatastrophe beenden. Werden wir, oder? Lass uns bitte, bitte nicht verarschen. Viele haben gesagt, du kannst nicht ändern. Viele sagen, oh verdammt, auch hier in anderen Ländern. Alle haben gesagt, die Jugend, die hat keinen Plan. Die soll in die Schule gehen, dann ist die mit Lernen dran. Herr Lindner, der Spinner, weiß nicht, was da geht, man. Der soll mal auf die Straße vielleicht wieder nochmal gehen. Der will doch nur tanzieren und die Diäten sehen, anstatt die Verantwortung für den Planeten zu übernehmen. Deswegen geht die Jugend heute auf die Straße. Sagt verdammt, Alter, euer Leben, unsere Strafe. Wofür dann noch lernen? Wunderbar, wenn man wahrscheinlich da nochmal so eher nochmal sieht, das ist geiler. Nochmal Mutter Erde, auf dass ich da nicht respektlos der Mutter gegenüber wäre. Ich brauch die Kohle nicht, ich will Solarkraft, weil ich überall die Energie der Sonne da hab. Und dann redet man über Märkte, die aufgeteilt sind. Ihr könnt mich mit E.ON und EMBW langweilen. Die müssen wir zerschlagen, gar keine Fragen, damit wir endlich erneuerbare Energien haben. Und wenn der Markt das gar nicht regelt, dann machen das die Kids, auf dass man nicht mehr in dem Unterricht gelangweilt. Auf die Straße zieht die Oma einfach mit und dann wird man sagen, oh genau, ja das ist, genauso wird's gemacht, das war Demokratie, man geht auf den Schlossplatz und verbreitet gute Energie und dann merkt man, dass das klappt, dann hat man was geschafft, deswegen 20.000 macht man für euch richtig krass! Und jetzt gehe ich kurz auf euch ein, was ihr hier für eine Karte habt, pass auf, die Oma ist für Zukunft von ihrem Enkelkind, weshalb ich da so es sei, dass hier die Patriarche wieder nochmal sagen, dass wir nur einen Planet haben und wenn's dumm geht, um 20 Jahre. Ich will, dass meine Tochter nochmal Enkelkinder hat, doch dummerweise machen wir das Klima wieder platt. Früher war der Fisch in der Verpackung, heute findest du nur noch im Fisch diese Verpackung. Also was für ein Scheiß, ihr könnt ja Gras verbieten, aber trotzdem lasst ihr Plastik auf den Straßen liegen. Was für ein Bullshit, was ist das für ein Schwachsinn? Ich euch an der Stelle noch einmal so drauf, weil man merkt, dass das am Ende wieder taugt. Verdammt, wie
Stunde weiter rauchen. Ich brauche auch deinen SUV mit E-Antrieb, auch wenn alle Fette anders sind. Sie reden jetzt über Verbrennung und Wertschöpfungsketten. Wir könnten an der Stelle auch über Geldschöpfung reden. Wir könnten davon reden, wo BlackRock investiert und das die ganze Zeit ja wieder spekuliert. Und mit der Zukunft von der Jugend, die wollte noch was lernen, die wollte mal studieren gehen und hätte ja auch gern eine Zukunft mit den Kindern für sich dann nochmal selbst. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Also, deswegen haben sie gesagt, jetzt machen wir mehr. Und Nisha sagt es vorher, ihr gehört ihr genau her. Früher waren das 15 auf dem Marktplatz. Heute 20.000 Menschen auf dem Schlossplatz, das Angstplatz. Und das klingt gut, das siehst du, dass du stark warst. Vorausgesetzt, du hast den Mund, was Mund auf sagst was. Also, lass dir den Mund da nicht verbieten. Und heute wird dir eben nichts langweiliges im Unterricht geschrieben. Denn was ihr gerade lernt, das ist Demokratie. Und da merkt man es auch, das ist eine gute Energie. Die Jugend wäre politisch gelangweilt, haben sie gesagt. Ja, schau doch mal, verdammt, da sind 20.000 am Start. Die Jugend hat kein Interesse und schaut nur auf das Telefon. Keine Ahnung, Alter, woher ist denn der geflohen? Wir wollen, dass diese Welt friedlich da wieder bleibt, man. Deswegen werden wir hier ein bisschen Liebe nochmal zeigen. Leute, wie sieht's aus? Dann nochmal laut, weil man sozusagen wieder noch die Zukunft glaubt. Was ich auch noch sagen möchte, ganz kurz, es ist großartig, wie das hier funktioniert. Wie alle zusammen improvisieren und wissen, was sie machen und wofür sie das machen. Und ich will nochmal, ich möchte den kleinen Lieblingswitz erzählen, der ist ganz passend an der Stelle. Treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine, wie geht's dir? Sagt der andere, nicht so, ich hab Menschen. Meint der andere, macht nichts, geht vorbei. Aber so wollen wir es ja nicht. Deswegen sollen wir noch ein Spiel. Und wenn die Zertifikate monetarisiert sind, ist es Zeit, dass wir auf der Straße noch eskalieren. Die Zukunft der Jugend, verdammt, das ist wieder Blume. Da kann man den jungen Menschen einfach nur noch mal zujubeln, dass sie die Sache sich annehmen und sagen, die Leute, die Tag für Tag zum Arbeiten in den Landtag gehen, die scheinen die Dringlichkeit von dem Problem nicht zu verstehen. Deswegen gehen wir auf die Straße und erklären es denen. Deswegen Schubs an euch, das ist das dummste Zeug. Deswegen sind wir weiter laut und keiner ist enttäuscht. Wenn wir die Welt gerettet haben, selbst an die Klimazweifler, die denken, ah, das geht doch sowieso wie immer weiter. Es geht nicht weiter, weil die Welt sich hier verändert. Überall Millionen Menschen in sehr vielen Ländern. Und die haben wir mal gesagt, dass man den Planet mag. Deswegen kommt man hier noch an den Start und macht sich dafür stark. Das Okay, pass auf, ich mach so weiter. Schaut, was passiert. Ich kann nicht gegen euch antworten. Fragt man sich, ob man vielleicht die Kohle retten, klar. Was ist kaputt bei euch? Ich weiß nicht, sag mal was.
gesprungen. Die haben mich auch gehört, weil wir auch wollen. Wir hören schon auf. Nein. Danke, bitte. Wo geht der Gerät an, Brudi? So, jetzt. Mann, aber bitte, ich meine das ernst, es geht nicht darum, ich will hier gar nicht weiter Musik machen, weil die Sache ist viel zu groß, als dass ich jetzt hier... Es macht viel Spaß für euch zu spielen, ich finde es großartig, dass ihr da seid. Bitte, bitte, lasst diesen Druck nicht abwerfen. Wir müssen Druck machen auf die Politik, weil das juckt hier einen Scheiß. Das interessiert die gar nicht. Die denken, oh, ein paar junge Leute, die haben nur ein paar Schulden zu schwänzen. Die verstehen das nicht. Und deswegen ist voll verwichtig, dass alle Jungen und alle Alten anfangen, selber drüber nachzudenken. Und wenn ihr könnt, dann nehmt den Scheiß zu. Und wenn ihr unterwegs seid, dann fragt euch einfach, hey, was kann ich machen? Weil wenn wir alle kleine Schritte machen, dann haben wir am Ende viel, viel mehr gerissen, als bis wir warten, bis irgendjemand ein bescheuertes Gesetz auf den Weg bringt, das auch 5 Jahre braucht. Kohleausstieg jetzt und erneuerbare Energien sind längst möglich, vorausgesetzt, dass man eine Gleichstromtrasse baut von Spanien nach Skandinavien. Dann verdient man halt weniger Geld. Was wollen? Wollen wir Zukunft oder Geld verdienen? Wer will die Zukunft? Vielen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Und ich hoffe, dass wir dann 50.000 sehen und dann 100.000. Und dass wir am Ende für jeden Menschen hier am Start haben. Vielen, vielen Dank. Und yeah, es ist großartig. Ich bin so stolz auf euch. Ohne Scheiß. Mach nochmal Lärm für euch. Und jetzt kräftigen Applaus für Nisha. Bitteschön.